Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Hell Rising. Und wir werden hier die Unterwelt machen in Himmelsspitze. Dazu werden wir natürlich erst noch ein paar Leutchen brauchen. Haben wir denn was? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was soll es? Ein paar mehr. Und den Rest mit denen hier auffüllen. Wunderbar. Und damit wir noch ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Attacke! Macht sie alle fertig, macht sie alle fertig. Reißt sie ein, klaut ihnen die Lebensenergie. Wir brauchen nämlich alles. Dankeschön. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ich würde sagen, da noch ein bisschen entlang laufen. Ah, wunderbare Sehen. Wie super. Okay, und da sind die Frauen jetzt drin, so wie es ausschaut. Dann werden wir sie mal rausholen. Wir waren doch nur nett. Kommt doch zurück, Mädels! Ich bin gerade sowas von... Eventuell nach. Mal gucken. Kann nicht so schlimm sein. So ein paar mehr Menschen abzuschlachten. Ja, wir können hier sogar auch nochmal umauswählen. Okay, gut. Danke für die Autospeicherung. Da kommen wir zurück und... Ach mein Gott, warum gleich so ein Plopp am Anfang? Muss das denn sein? Muss das denn wirklich sein? Oh nein, nicht ihr. Dieses Ding, wie heißt es gleich? Ich hab's vergessen. Egal, es hat diese Unterwelt für uns geöffnet, damit wir ein wenig Ruhe vor euren Kreaturen haben. Oben in Himmelsspitze haben alle nur von dem Succubus geredet. Warum hast du keine Flügel, so wie sie und so weiter? Er ist an allem schuld. Diese dreckige Schnecke kriecht überall herum und hält unsere Lakaien vom Putzen ab. Und sonst können sie ja nichts. Keine Blumen binden, noch nicht einmal ein Deckchen sticken. Ich gebe mein Bestes, Herrin! Das ist ganz klar eine neue Form des Bösen, Herr. Seid vorsichtig. Ihr fehlt alle. Ja, das kann gut sein. Ich wollte gerade sagen, bitte alle mal dahin. Bis auf die Grünen. Ihr kommt mal mit. Ich wollte gerade sagen, eventuell seid ihr... Oh, Hallöchen. Ja, mit den Grünen haut's hin, okay. Das wird sofort weggewischt. Da drüben steht die Reinigungsmaschine. Dafür braucht ihr mehr als einen schwierigen Meister. Es ist bekannt, dass ein Paladin 99% des Schmutzes im Haushalt entfernt, einschließlich Dämonengeifer, Dachsblut und Schneckenschleim. Aha, danke für diese etwas merkwürdige Information. Die hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber gut, was soll's. Gerade sagen, ja, hallo? Nimm doch ein bisschen was mit und wir besorgen uns kurz nochmal. Okay, dann hat er das auch noch mit kaputt gemacht. Wir müssen unsere drei Leute zurück. Warum muss ich eigentlich hier putzen? Warum muss ich hier eigentlich jetzt putzen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich kann hier nicht mal auswählen. Den Fürsten muss ich nutzen dafür. Moment. Wie kann ich den Fürsten denn nutzen? Wo ist der Fürst überhaupt? Ich bin leicht verwirrt über diese Welt. Ganz leicht sogar. Oh, Hallöchen. Da lauert so quasi der Tod hier drüben. Okay. Ah, die kann man kaputt machen. Dann bitte kaputt machen. Da was drin ist, mitnehmen und kaputt machen. Alles mitnehmen. Verwende Fürst Ferdinand. Ja, aber wie? Aber wie? Komme ich irgendwie hier runter oder so? Komme ich hier auch nicht? Hier komme ich nicht weiter. Hm.
Ich wollte gerade sagen, bringt mir doch das, was da oben ist. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Gerade sagen, hallo? Bitteschön, ab nach da oben. Ja, was ist mitnehmen? Können wir da irgendwas machen? Geht's da auch noch entlang? Hä? Kann ich da langlaufen? Ach, da kann ich sogar langlaufen. Okay, Moment, fast Ferdinand. Hier anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht, dann wieder einmal zurückkommen. Ich hätte auch hier hochlaufen können. Aber fast Ferdinand, wo ist denn der überhaupt? Ganz ehrlich, ich kann doch hier nichts nutzen. Ah, jetzt da. Okay. Dies passt schon, so weiter, immer schön weiter hüten. Noch ein bisschen hier hinten töten, wenn wir schon mal dabei sind. Das sollte mir jetzt genug Zerstörung sein, die wir anrichten können. Haben wir noch was hier unten? Da nicht, aber dort. Oho. Kurz noch das hier mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Moment. Ich wollte gerade sagen. Feuer tut ihm nicht weh. Okay, dann müssen wir es erst machen. Moment. Hier alle mitkommen. Einmal zurückkommen. Dann müssen wir kurz was anderes machen. Was wäre denn, wenn wir sagen würden, hey, das ist in Ruhe. Hier geht alle mal da rum. Genau. So rüber. So rüber. So, wunderbar. Ihr kommt alle zurück, soweit wie ich das sehen kann. Yep. Und bewegt euch dann quasi hier rüber. Wäre das eine Möglichkeit? Ich glaube ja. Na, ich glaube, das sieht immer so schlecht aus momentan. Und wie es kaputt geht. Kann ich den jetzt... Geht das? Das geht nicht, so wie es ausschaut. Okay, was ist, wenn ich sage, ihr zwei hier? Hier rüber, dort rüber. Nein, du sollst nicht das Outing aufnehmen, sag mal. Okay, alle waren jetzt ein bisschen zu heftig, aber was soll's. Was soll's. Du kommst jetzt auch mit. Wir holen sie schon, nur keine Panik. Okay, wir können dich mitnehmen, wir nehmen dich mit und dann sagen wir noch, komm, irgendjemand. Ernsthaft. Ah, ihr macht mich fertig, wisst ihr das eigentlich, ihr macht mich fertig. Komm schon. Einmal wieder mitnehmen. Dann probieren wir es halt nochmal aus. Ja. Komm, ich möchte doch nur den Typi haben. Das war's doch schon. Jetzt da, wunderbar. Alles anders mit Jacke wie Hose. Mitkommen. Ja, ernsthaft. So funktioniert jetzt doch. Du, mein Freund, gehst jetzt ab zum Putzdienst, weil ich habe keinen Bock zu putzen. Oh, Ferdinand hier. Oh, jetzt fällt mir auch gerade auf, wie es ausschaut. Ja, das ist eine gerechte Strafe. Ihr habt seine Unordnung beseitigt. Jetzt kann er unsere beseitigen. Okay. Dann her mit den ganzen Leuten. Muss ich mich jetzt herum bewegen oder was? Ja, ich muss mich hin und her bewegen. Okay, gut. Komm mal her.
Das ist doch eine schöne Sache hier. Glaube ich bin, aber ich muss trotzdem noch bewegen. Ja, oh mein Gott. Ah, hier noch, da noch, da, komm. Ich kann gerade noch sagen, hier noch ein bisschen wegräumen. Sauber der Putzdienst auch noch verführen müssen. Das ist echt nicht das Feinste. Sieh dir das an, Else. Er hat es getan. Er hat es tatsächlich getan. Vielleicht kann er uns woanders behilflich sein. Lasst ihn durch, Mädels. Das gefällt mir ganz und gar nicht, diese Welt. Nein, nein, nein. Oh Gott, schon wieder. Mitnehmen. Ich glaube, dich können wir noch gebrauchen, so wie es ausschaut. Oh mein Gott, eins zu mächtig und jetzt zum Putzdienst degradiert. Ich glaube, ich spinne. Wir dachten, ein bisschen Grün würde den Ort wohnlicher machen. Ein Picknick auf dem Rasen, ein wenig Crockett, ihr wisst schon. Aber dieses Zeug wächst immer weiter und wir mähen es sicher nicht. Spielt mit, spielt mit. Ich weiß, es ist Blöde los, aber wir müssen das Böse herauslacken. Na gut, dann spielen wir halt noch ein bisschen mit. Nicht auf ein bisschen. So, kommt mal rüber. Wunderbar. Yep, yep. Dann bitte einmal noch hier entlang gehen. Heieiei. Ja, das war hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Alles klar, so wird doch ein Schuh draus. So wird doch ein Schuh draus. Hahaha. Ein bisschen Minen kann niemand verwehren. So, einmal hier noch hin. Seht, es wächst schon wieder. So können wir kein Picknick machen. Okay, das ist natürlich nicht ganz so schön. Wahrscheinlich läuft das Ganze unter einem Time-Up oder sowas. Probier was noch mal aus. Muss vielleicht einfach ein bisschen schneller sein. Na komm, so, 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 dankeschön. Und danach querfeld ein. Einfach nur querfeld ein. So, einmal hier rum. Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Moment. Moment, eventuell müssen wir da jetzt ein bisschen was noch machen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Feintuning an der Stelle. Erstmal kurz noch ein bisschen was kaputt machen, denn das können wir am besten. Und dann gucken wir doch mal. Was ist das denn hier? Ein Opferaltar. Mal gucken, inwieweit wir den hier vernichten können. Bringt uns irgendwas? Rein gar nichts, so wie es ausschaut. Schade, okay. Hätte ja sein können. Außen natürlich. Der Altar war dazu da, das Obre zu befrieden, so quasi. Da muss ich ihn hier runter verschaffen. Oh, das könnte ich auch sein. Einen Moment, das finden wir noch raus. Das finden wir noch raus. Oder kann ich... Oh, ich habe doch einen Feuerzauber. Ich habe doch auch noch einen Feuerzauber. Geht das denn auch noch? Nein, definitiv nicht. Das hier auch nicht. Schauen wir doch mal. Wir haben jetzt das hier kaputt gemacht. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Okay, angeblich dreht sich der immer in eine Richtung. In der Richtung, wo er gerade ist, ist er schneller, so wie es ausschaut. Okay. Aber es bringt natürlich relativ wenig, wenn die sich nicht richtig bewegen lassen. Ah, haha, ja, ich kann sie wirklich bewegen. Ich kann sie wirklich bewegen, okay. Das macht das Leben natürlich um einiges einfacher, anstatt sie... Oh, doch nicht? Ich will meinen Rasen. Und zwar Moment, 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 Moment. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Moment, Moment, Moment. So, ab nach da drüben hin. Mir gerade egal, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Schergensteuerung, juche. So, einmal dahin, dann einmal dort drüber hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, oh, zum Glück. Wirklich gut. Er hat den grünen Daumen, Anna. Könnte sein. Wollen wir mal sehen, was dieses dunkle Geschöpf woanders leistet. Im Salon. Im Salon.
Na, danke auch fürs Gespräch. Was ist jetzt hier im Salon so wichtig? Anscheinend erstmal Freiräume schaffen. Okay. Dann tun wir hier noch ein bisschen was kaputt machen, weil wir können es ja momentan sowieso schon. Wir können es ja. Ah, diese Frauen. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch darum. Aufhören. Einfach mal alle aufhören hier. Immer weiter angreifen. Immer schön weiter angreifen. Aber wir haben sogar einen verloren da oben. Okay, sind nicht so gut. Das ist natürlich nicht ganz so gut, oh je. Ich wollte gerade sagen, will den auch noch kaputt machen. Wenn schon, denn schon. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und ich glaube, ein rotes draufgegangen. Yep, ein roter war's. Haben wir hier irgendwas? Nicht so viel momentan. Nein, okay. Eieieiei. Das muss doch nicht sein, das muss doch nicht sein. Ja, moje, moje. Ich wollte gerade sagen, das böse Schaf brauchen wir definitiv nicht. Das brauchen wir sowas von gar nicht. Oh je. Huhuhu. Ja. Böse. Einfach nur noch böse, diese Schafe. Haben wir denn? Gibt es noch am. Okay, gibt es noch einen. Und die da unten auch noch eins kaputt machen. Warum denn eigentlich nicht? Hm? Ich wollte gerade sagen, Sprengstoff ist nicht gesund. Definitiv nicht gesund. Jetzt sind alle tot, oder wie? Oh, Hallöchen. Ja. Waren doch nicht alle tot. Ein gutes zumindest, ein gutes zumindest. Ihr kommt wieder zurück. Hoffentlich hat er ihn, er werden wiederbelebt. Okay, gut, dankeschön. Wollte ich gerade sagen, es wäre jetzt ganz unschön, wenn er das nicht hätte gemacht. Oh, ich sehe was. Ich sehe was richtig Gutes sogar. Ist sogar noch mehr gute Sachen, so wie es ausschaut. Ist unendlich viele gute Sachen hier. Hohoho. Das kann ich leider nicht lesen. Schade. Wäre schön gewesen. Hallo, aber auch mein gutes Stück. Was bist du denn? Sieht aus wie eine Gussform für einen neuen Helm. Können wir Spezialausrüstung von allem bekommen? Das wäre episch. Das wäre mehr als episch. Da bin ich sogar mit dabei. Da bin ich sogar mit dabei. Die Mega-Ausrüstung schlechthin. Ich wollte gerade sagen, geh doch mal darüber. Das passt schon, das passt schon. Ihr macht das noch vor eins kaputt, dann können wir nämlich hier durchgehen. Ihr könnt jetzt den Helm des Lebensquells schmieden, Meister. Mit diesem Helm auf eurem Haupt könnt ihr mehr Lebenskraft sammeln. Das klingt schon mal nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich noch mehr Leute haben. Also noch mehr Schärkchen. Das wäre eigentlich mein Ziel. Wollen wir gerade sagen, sollen wir da vielleicht noch helfen, oder? Natürlich helfen wir nochmal. Ach, da geht's nur einmal hinten durch, okay. Hätte ja sein können, dass da noch ein bisschen größerer Weg ist. Haben wir da ein paar Besen hier? Ein paar sind echt mit Besen ausgerüstet und mit Hüten. Stylisch, sag ich dazu, stylisch. Mhm. Was dürfen wir denn jetzt hier anstellen? Anscheinend Ratten töten, okay. Schauen wir doch mal, ob wir das irgendwie hinbekommen können. Wie könnten wir es uns an einem solchen Ort gemütlich machen und sticken? Die Schnecken vermehren sich und glocken Ratten an. Ich versuche sie mit meinen Stricknadeln zu pieksen, aber sie gehen nicht weg. Sie könnten einem beinahe leid tun, die Ratten und die Schnecken. Ihr tut ihnen einen Gefallen, wenn ihr sie tötet. Dann machen wir das doch mal. Bevor sie an den Möbeln herumnagen. Na, keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ja, ist schon klar. Hier noch ein bisschen was, dort noch ein bisschen was.
Ich wollte gerade sagen, ja, hallo? Zerquetscht sie! Hauptsache, ihr macht hinterher sauber! Ja, keine Sorge. Die haben doch keine Überlebenschance hier. Oh, Hallöchen, aber auch. Kann ich denn... Wie abscheulich! So. Zerquetscht sie! Hauptsache, ihr macht hinterher sauber! Irgendwie kommt die immer raus, so wie es ausschaut. Unser schöner Boden. Mist. Nein, weg mit dir. So funktioniert das nicht. Moment, das haben wir gleich. Was ist, wenn wir den dann quasi da reinstopfen? Erstmal dich noch wegmachen und dann sagen wir... Ich kann nicht hinsehen. Sag mir einfach, wenn sie tot sind. Ach komm, ernsthaft? Das war ich gerade hier. Nein, bleib gefälligst da. Tod noch widerlicher als lebendig. Haltet sie auf, bevor sie an den Möbeln herumnagen. 4, 5, 6, 7. So, der Rest hier hinstellen. Haltet sie auf, bevor sie an den Möbeln herumnagen. Oh, meine Güte. Okay, Moment, hallo? Kannst du vielleicht dich bewegen? Dankeschön. Noch einmal. Meine Stricknadeln. Ja, hol nur deine Stricknadeln. Es wird nichts bringen. Es wird sowas von nichts bringen. So, da noch ein bisschen machen. Und dann... Wie ich sehe, habt ihr den Dreh raus. Aber ohne ein Geschenk lassen wir euch nicht zu uns hochkommen. Ja. Etwas Schönes, das gut riecht. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Augäpfel in meinem Zimmer, Herr. Oder soll ich Globo im Misthaufen wühlen lassen? Ja, ich glaube, Misthaufen ist für die recht angenehm. Alles andere wäre zu viel des Guten. Oh, Hallöchen Geld. Okay, das können wir alles kaputt machen, denn warum nicht? Genauso wie wir das hier kaputt machen können, weil... juckt uns ja eh nicht. Können wir vielleicht... Dankeschön. Diese Frauen sind furchterregend. Ja, das kannst du laut sagen. Können wir die Schlagen sie nicht einfach wegtragen? Ganz weit weg? Das ist im Bereich des Möglichen, muss ich so sagen. Sie wollten, dass ich diesen kleinen Lederschutz trage, Herr Hu. Unterwerft die Frauen, lieben gerne. Geht nicht in ihre Nähe. Sie beherrschen Tricks. Ah, Skatlaub ist doof. Dieses Dingsbums und Tier wird sich freuen, wenn es sieht, was wir aus seiner Unterwelt gemacht haben. Wenn ihr nicht etwas unternehmt, ist hier bald alles voller Kisten und Blumenmuster. Das gehört sich nicht. Nicht verlange, nur keine Sorge. Das kriegen wir schon hin. Erstmal ein bisschen aufräumen und zerstören. Das ist nämlich immer das Beste, was man kann. Aufräumen und zerstören. Da haben wir nichts mehr. So, haben wir denn irgendwie... Oh, Hilfe! Was zum Geier? Wo kommt ihr auf einmal alle her? Das gehört sich nicht. Ja, tut mir leid. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen vernichten. Sonst können wir nämlich nicht weiterkommen hier. Sie sind wirklich wütend. Hätte ich doch nie einen Zuckerbus gesehen. Oh Mann, das haben wir ja. Die Zuckerbus kriegen wir gleich alle hinüber. Wir müssen sie einfach nur unterwerfen, okay. Autospeicherung, danke dafür. Das noch alles kaputt machen, denn warum eigentlich nicht? Hier gibt es richtig viel zu holen, stelle ich gerade fest. Also richtig viel sogar. Okay. Da geht's nicht durch. Da müssen wir noch mehr Sachen richtig stellen. Mit dieser Stelle meine ich natürlich alles verwüsten und zerstören. Weil es ist viel zu gut hier. Es ist viel zu schön hier. Das geht alles mal ganz und gar nicht.
genau überlegen. Soll ich sie direkt zerstören? Töten? Naja, glaub noch nicht ganz, noch nicht ganz. Es ist aber schon mal ein guter Anfang, wenn wir quasi dafür sorgen, dass der ganze Schmuck hier verschwindet. Habt ihr? Ah, wir haben sogar noch was. Wir haben noch ein bisschen was übrig. Da noch. Das ist auch noch alles da. Weg da hier. Du, Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, wo kamst du vom her? Aber so von hinten angegriffen, sage Morde hier. Gefällt mir ganz und gar nicht, du gefällt mir wirklich ganz und gar nicht. Kommt doch mal her, Attacke. Und sogar jetzt Blumen von allen Leuten, okay. Hier noch, nimmt alle Blumen mit, nimmt alle Blumen mit. Muss ich jetzt wirklich jede einzelne Dame hier quasi mit Blumen dazu bewegen, nach oben zu kommen? Das wäre etwas unschön, sagen wir es mal so. Ich hau euch windelweich. Okay, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht. Der Ruf kommt von ihm. Er ist unmenschlich, das sage ich euch. Ah, okay, so können wir es machen, Wir müssen es hier wirklich hauen, so wie es ausschaut. Es hilft ja alles nichts. Nehmt sie alle mit. Okay, wir wissen, wie es geht. Wir wissen sowas von, wie es geht. Zwei Stück hier noch. Okay. So können wir es schon mal lassen. Die Folge werde ich sogar jetzt ein bisschen länger machen, einfach nur. Ihr habt all die elenden Untoten hereingelassen. Na, ich habe niemanden reingelassen. Alles gut. Sag mal, hey, die sind aber echt böse drauf. Die sind mehr als böse drauf. So, ich bitte euch darum. Schnappt euch die Gefallenen. Das wäre nämlich nicht schlecht, wenn ihr das machen könntet für mich. Wenn soweit möglich, möchte ich doch bitte alle behalten. Natürlich, aber auch. Der nächste ist draufgegangen. Die können ganz schön reinhauen, die Damen. Die können echt ganz schön reinhauen. So, haben wir denn alle wiederbelebt? Nicht ganz, okay. Was soll's? Aua, sage mal. Bist du nur komplett des Wahnsinns, Frau? Sonst noch irgendjemanden? Nein, gerade nicht. Okay, das heißt, alle mitkommen und bitte. Schnappt sie euch. Alle mal mitnehmen. Die Käfer liegen sie nach unten. Oh, meine Güte. Na, komm schon. Stürmt alles stürmen. Komm, wir haben genug. Wir haben genug, um sie mitzunehmen. Schätzungsweise zumindest. Zwei Stück hier jetzt. Okay. So ein grüner wäre vielleicht doch nicht schlecht. Ich glaube, das wäre noch was für sich. Zack, mitnehmen. So viele. So elendig viele. So, ding. Der Frauencounter geht nach oben. Dann wirst du die da vorne, glaube ich, mitnehmen. Dann sollten wir es eigentlich haben. Yep, definitiv. Das gehört sich nicht. Ich gehe nicht wieder zurück und wasche seine Socken. Sorry, tut mir leid. Das ist leider der Deal. Ihr verursacht Unordnung. Dies kann ganz und gar nicht sein, meine Wutste. Davon wüsste ich. Davon wüsste ich sogar sehr. Ich bin immer vor Ordnung. Ich würde sagen, holen wir doch mal bitte die beiden nochmal zurück. Das wäre ganz wunderbar. Dankeschön. Alle mitnehmen. Und danach bitteschön wieder auf alle Frauen aufteilen. Das ist halt hier echt gerade Massenware hier. Auch wenn... Es sieht einfach nur so böse aus. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen mitnehmen. Hier mitnehmen. Na, komm schon. Genug Spaß gehabt hier unten. Ich wollte gerade sagen, hallo, könntest du vielleicht... Ja, einmal mitnehmen. Wunderbar. Ist uns keine mehr? Danke, dann warten wir einen kleinen Moment. Auch die Folge richtig überziehen, sage ich auch nicht mehr dazu. Juckt mich nämlich gerade relativ wenig, weil das Ding aufzuteilen in zwei Folgen wäre nicht so schön.
Ihr habt sie im Namen aller Männer unterworfen. Bald werden sie ihre bösen Gedanken vergessen und sich wieder etwas Hübsches, Knappes anziehen. Hm. Ich komme, Herrin. Der Tee ist fertig. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Natürlich vergesse ich die Kekse nicht. Oh, Mist. Hat das jemand gehört? Definitiv. Definitiv sogar. So, bitteschön, die nehmen jetzt auch noch von uns mit. Ja, 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 er ist auch schon unter ihrer Fichtel. Oho. Ich sehe da unten noch mehr Sachen. Ich sehe da unten noch mehr Sachen. Haha. Eventuell dauert es doch noch ein bisschen länger als gedacht. Ich hätte gedacht, damit hätten wir die Unterwelt schon für uns, aber... Stimmt, es gilt ja noch jemanden zu besiegen, eigentlich. Aber ich hätte gedacht, in dem Fall wären es die Frauen. Ich bin gerade etwas, ja, verwundet, sagen wir es mal so. Oh, Hallöchen. Hallöchen aber auch. Alle mal hinstellen, was soll's. Das kriegt ihr schon hin, ich glaube an euch. Hm, kein verloren. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Schauen wir doch mal. Wenn wir jetzt da reingehen, was ist denn da noch alles da? Ein Weg ins Nichts, so wie es ausschaut. Okay. Okay, anscheinend einfach nur noch ein paar Sachen, die wir haben können. Wobei, da gibt es noch ein weiteres Tor. Da gibt es noch ein klitzekleines weiteres Türchen, so wie es ausschaut. Okay, dann wird es doch ein Zweiteiler werden. Ich meine, wir machen eh eine Untergrund-Raid. Was sagt es? Ein Unterwelten-Raid. Das ist einfach definitiv zu lange gedauert. Okay, dann kommt hier doch der kleine Cut, weil ich sehe, geht es nämlich echt noch elendig arg weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir diese Unterwelt hier für uns gewonnen haben mit unseren Amischen, so wie es ausschaut, im Gepäck. Bis dann, macht es gut und wie immer, tschüss alle.